Und es geht weiter mit Land of the Vikings. Ich bin gespannt, wie weit wir heute kommen. Gucken wir gerade erstmal rein, wie denn der letzte Stand der Dinge war, nachdem uns Odins Rache so hart erwischt hat. Ich verlinke nochmal das letzte Video. Wahnsinn, was da alles passiert, wenn wir den Göttern nicht huldigen. Hier ist jetzt der letzte Stand der Dinge. Genau, hier hatte ich dann zuletzt dann aufgehört. Und tja, Unwetter sind runtergekommen hier. Sturm, Erdbeben und es ist wieder zu laut. Sturm, Erdbeben und Gewitter. Und da ist hier das letzte Gebäude hier zum Beispiel durch einen Blitz zerstört worden. Ich mache nochmal eben Pause. Wir gucken erstmal kurz rein, wie der Stand der Dinge ist. Wir haben ja hier, ja, unsere beiden Hühnchenfarms. Die sind auch schon voll, 20 von 20. Das heißt, wir schlachten mal 6 Stück jeweils. Hier auch. Da auch. Eine coolere Einstellungsmöglichkeit wäre eigentlich, dass gesagt wird, okay, kontinuierlich schlachten, immer wenn, oder 5 Stück schlachten, wenn erreicht. Das wäre natürlich praktisch, dass man das dann nicht immer noch manuell machen muss. Gucken wir uns gleich nochmal an. Was haben wir hier? Hier haben wir auch noch Infos. Wir haben hier die Ziegen, sehr schön. Die Ziegen und die Rindviecher. 4 Stück jetzt erst. Hier haben wir 6 Stück. Das ist schon mal ganz gut. Das läuft. Hier haben wir unsere Getreidefarm. Auch das ist natürlich wichtig. Und wir haben ganz viele Infofeldchen. Die gucke ich mir jetzt gleich erstmal alle im Detail an. Also 4 kleine Infofeldchen, wo wir, ja, jetzt sind sie sogar alle offen, wo wir noch ein bisschen was ablesen können, neue Informationen bekommen. Ja, und dann haben wir hier oben auch schon, ich sehe es gerade mit dem Gatherer, die sammeln halt, das ist einfach nur eine allgemeine Info, sehe ich gerade. Im Winter arbeiten sie nicht, ja, ist soweit okay. Klicken wir weg. Ach, guck einmal einer an. Das ist ja jetzt hier eine wichtige Info, die auch wahrscheinlich für die Chicken wichtig ist. Solange die Tiere an so einer Farm oder wo das dann ein Arbeiter da ist, dann werden die weiter gezüchtet sozusagen. Und wenn das Maximum erreicht ist, dann werden neue Tiere quasi geschlachtet und eingelagert. Heißt also, das Schlachten von schlagartig mal 5, 6 Chicken ist vielleicht gar nicht so gut. Denn so haben wir ja 20 Animals, die reproduzieren. Und dieses mal eben 5 Stück, 6 Stück wegschlachten, reduziert ja die Reproduktion von, ja, 20 Chicken. Das heißt, wir haben zwar schlagartig mehr Food, falls mal irgendwas Schlimmes passiert, aber dieses Kontinuierliche, die Menge an Kontinuierlichen nimmt ab und das zählt wohl dann auch hier für Kühe und Ziegen. Ganz wichtiger Punkt, sehr, sehr gut. Genau, dann haben wir hier vorne nochmal die Information zu den Minen. Das hatten wir ja schon. Und hier direkt neben mir ist dann nochmal die Info zu dem Marktplatz. Collect all the food in the marketplace. The villagers buy the food from the marketplace. Also, hier wird quasi das Ganze, die ganzen Lebensmittel gehandelt. Hier sehen wir es auch schon. Und hier wird die, oder die Leute kaufen hier ein. Das ist praktisch. Was ich mich allerdings frage ist, das hier ist das Warehouse. Was ich mich frage, es gibt für Food, oh, ich muss Brunnen bauen. Die habe ich, das machen wir gleich als erstes. Es gibt aber eben hier Storage. Wood Storage.
Es gibt diese ganzen Storage-Geschichten. Wheat, Barley und so weiter. Stone. Also, ich werde diese Lagerdinger mal aufbauen. Kohle. Ja, das ist wahrscheinlich der Grund. Ihr wisst vielleicht noch, beim letzten Mal war ja hier an der Area lag so viel Stein rum. Und zwar so lange, bis es woanders verbraucht wurde. Das heißt, ich muss jetzt hier mal eben schauen, dass ich zum einen so ein Wood-Lager baue. Das werden wir mal einfach hier alles in dieser Lager-Area mit dazustellen. Wir machen das mal hier hin. Dann Stone direkt daneben. Was haben wir hier noch? Dann haben wir Storage für Wheat. Wäre natürlich da oben vielleicht interessanter, oder? Ja, machen wir vielleicht einfach mal hier. Wir haben ja hier ein Grundstück. Hier haben wir sogar noch ein bisschen Platz. Ich frage mich gerade, wie groß das andere ist. Für Barley ist es exakt gleich groß. Okay, dementsprechend können wir aber hier... Oder kriegen wir das hier schräg hin? Kriegen wir schräg zwei hin? Nee. Kriegen wir hier noch eins hin? Auch nicht. Wir würden hier tatsächlich jetzt gerade nur eins hinkriegen. Ja, egal wie. Bedeutet, ich mache hier Storage für Barley. Machen wir mal hier hin. Barley machen wir hier hin. Ich weiß noch nicht, ob das so eine gute Idee ist. Andererseits, ja, hier. Dann könnte ich hier vielleicht irgendwann noch eine Taverne hin oder so. Oder der Brauer. Dann haben wir das hier, das Barley. Und wir machen hier. Dafür machen wir das mal ein bisschen weiter. Wir machen hier das Wheat hin. Storage für Wheat. So, und das machen wir direkt hier nebendran. Hier haben wir auch den Acker. Dann haben wir das hier nebeneinander. Und so weiter und so weiter. Also, das haben wir. Dann, hatte ich ja gerade schon gesagt, wir brauchen Brunnen. Well, hier ist es. Brunnen. Und da muss ich jetzt echt ein bisschen aufpassen. Denn dieser grüne Kreis darf sich nicht überlappen. Also er ist rot, wenn er den anderen grünen Kreis hier schneidet. Das heißt, ich muss das jetzt so platzieren. Und das, da frage ich mich wirklich ein bisschen wie. Dass ich viele Gebäude mit integriere, aber auch genauso sagen kann, okay, ich mache dann vielleicht hier oben noch einen hin, guck mal, so oder so irgendwie, genau, guck mal, das würde doch gehen, das würde gehen, ah, es kollidiert hier schon wieder direkt, ne? Und dann müssen wir hier unten irgendwo eins hinmachen, das muss auch noch passen. Siehst du, jetzt geht es schon schwierig. Hier ist es zu schräg. Hier würde passen, aber es kollidiert dann ja mit dem. Überschneidet sich. Das ist ein bisschen schade, dass diese Überschneidung nicht sein darf. Ist auch unnütze. Also warum darf keine Überschneidung sein beim Nutzen von einer Wasserquelle? Das ist ja absoluter Bullshit. Ne? Ob die jetzt zwei Wasserquellen in der Nähe haben oder nicht. Es kann ja nur vorteilhaft sein, aber leider ist das im Moment so. Das heißt, ich baue jetzt hier mal, ich fange mal hier an zu bauen und ich versuche, dass hier oben diese Gebäude drinne sind. Warum auch immer das jetzt gerade rot ist, verstehe ich nicht. Aber wenn ich das hier mache... Kommen wir schon wieder an die Grenze. Ich glaube, das hier ist gerade ein Spot, der sehr tricky ist. Den hätte ich hier oben gerne mit drin. Dann ist hier nämlich
Das Haupthaus, die oberen Gebäude mit drin. Also das machen wir auf jeden Fall. Fangen wir damit an. Siehst du, und jetzt geht's halt schon los hier. Es ist halt hier rot, weil es im grünen Bereich drin ist. Und sobald ich dann hier da irgendwie rauskomme. Na, jetzt geht's hier gerade gar nicht. Na, woran liegt's? Ja, tricky so ein bisschen. Tricky, tricky, tricky. Jetzt geht's auf einmal, okay. Ah, ne, jetzt auch schon wieder nicht mehr. Jetzt auch schon wieder nicht mehr. Also so ein bisschen überladen, überlappen geht. Jetzt ist schon wieder vorbei, jetzt geht's. Ach, guck mal, irgendwie hört's auf einmal auf. Jetzt geht's auf einmal. Okay, das ist gut. Das ist gut. Jetzt ist auch wieder, jetzt ist wieder vorbei. Irgendwie ist es ein bisschen verbuggt. Ich warte nochmal, bis es grün ist und dann stelle ich es jetzt gleich hier schnell hin. So, schnell gebaut. Ha, bevor es wieder rot geworden ist. Gebaut ist gebaut, Alter. So, und das gleiche machen wir jetzt hier auch nochmal. Das heißt, ich hätte gerne hier irgendwo in dieser Area auch nochmal einen Brunnen. Vielleicht sogar hier mittig. Warum nicht? Direkt hier am Lager. Das ist doch eine gute Idee. Und dann machen wir oben nämlich noch den dritten. Also, nochmal gucken, dass er grün wird. So, wird sofort rot. So, ja, ah, guck, jetzt, jetzt, jetzt. Nein, zu spät. Game. Odin. Zack, schnell gebaut. Und dann haben wir jetzt noch den dritten. Das machen wir dann hier oben bei den Viechern. So, ich versuche das mal hier so in dem Bereich hinzusetzen. Dann haben wir doch eigentlich alles abgedeckt. Ich hoffe, ich komme da jetzt gleich hin, dass ich da, dass das grün ist. Da, jetzt kann ich weiter rauszoomen. Zack. Und platziert. Okay. Das war jetzt nicht alles perfekt im, genau im Eck und so weiter, aber ich habe die wichtigsten Points mit der Wasserversorgung endlich geschafft. Okay. Ich habe immer noch nicht Go gemacht. Wir sind hier die ganze Zeit im Pausemenü, ne? Das ist jetzt alles gerade nur Planung. Wir müssen ja auch noch ins Management. Das heißt, ich hüpfe erstmal wieder rüber auf die andere Seite hier. Zack, mal eben hier hin. Dann sehen wir hier auch wieder die Jobs. Die hole ich hier wieder raus. Wir haben 11 Leute, die Materialien ranholen. Wir haben 11 Leute, die bauen. Das ist sehr gut. Ändere ich jedoch. Wir fangen erstmal an mit, ja, machen wir das mal so, 18 zu 4. Ein paar Leute fangen an zu bauen. Und 18 Leute sorgen dafür, dass wir Baumaterial bekommen. Tree of Life. Wir haben 4 Punkte übrig. Auch das natürlich super wichtig, dass wir hier weiter reingucken. Und wir würden tatsächlich mit den 4 Punkten zum Shipyard weiterkommen. Und ich glaube, das machen wir. Wir sehen zu, dass wir Boote bauen können. Wir sind Wikinger alle. Und als Wikinger brauchen wir Boote. Geil. Sehr, sehr gut. Okay. Also, ich mache erstmal auf Speed. Ab geht es. Stopp. Direkt wieder Pause. Wir müssen Holz markieren. Wir markieren Bäume, die gefällt werden. Bäume, Bäume, Bäume. Bäume, die gefällt werden müssen. Auch hier hinten. Die werden alle gefällt. Wir sind momentan ein bisschen knapp. Ein bisschen knapp. Wie war das hier noch? Mit Steuerung. Genau, mit Steuerung. Den kleinen Baum lassen wir wieder weg. Der soll nicht gefällt werden. Ich vermute wirklich, dass das so ist, dass die kleinen Bäume keine Sprösslinge lassen. So. Dass wir hier wirklich dann auch immer noch genug Bäume behalten können. Denn es sieht hier oben schon gut geplündert aus. Der kommt nicht, aber daneben der, der war schon groß und ausgewachsen. Genauso wie der, der und der. So, damit haben wir die Bäume hier markiert. Dann müssen wir Stein noch markieren und wir sehen schon, wir hatten überall Steinquellen, die sind aber so langsam erschöpft.
Und Stein wird, glaube ich, auch das erste, die erste Mine, die wir dann als nächstes bauen. Okay, jetzt aber los. Endlich Play. Und unsere Mannen, die kühnen Recken und Schildmeide, die geben Gas und holen die ganzen Materialien ran. Guck mal, die Brunnen sind sogar schon relativ schnell. Die sind im Fokus tatsächlich. Das ist cool. Holz und Stein. Sie brauchen sehr viel Stein, sehe ich gerade. Und es wird hier ratzfatz. Man sieht überall die Bäume kippen. Zap, zap, zap. Sehr schön. Also, das läuft weiter. 18 Leute, die jetzt gerade sich darum kümmern. Ich hatte ja zuletzt hier nochmal die Fackeln überall gesetzt. Ich glaube, ich hatte eine Fackel, habe ich verklickt. Die ist irgendwo mitten in diesem Haus hier gelandet. Deswegen leuchtet dieses eine Haus ein bisschen mehr. Naja. Aber ansonsten haben wir jetzt hier diese großen Fackeln überall stehen. Sieht auch schon ganz cool aus, ey. Richtig cooles, kleines Wikingerdorf. Machen wir das Fenster da mal wieder zu, genau. Und es wird hier gefarmt. Die Jäger sind auch noch unterwegs. Das funktioniert. Gatherer. Könnten wir mal einen zweiten holen? Tempo und Luck ist dafür wichtig. Aslog nehmen wir direkt. Und hier auch nächsten Jäger. Stärke und Glück können wir auch hier. Botild nehmen wir auch als Jägerin direkt mit. Und ab geht es. Was haben wir denn hier hinten? Müde. Erschöpft. Müde und erschöpft. Ich hoffe, dass die das selber managen. Dass die sich selber da irgendwie managen. Ja, wie beim letzten Mal auch schon gesagt, ist der Plan, dass ich mich nach hier hinten natürlich ausweite. Wir haben sonst nicht viele Möglichkeiten. Wir sind ja sehr nah am Meer. Und müssen hier natürlich auch noch zusehen, dass wir... Alter, der Sonnenuntergang, so gut, ey. Zusehen, dass wir hier natürlich noch Hafenanlagen und sowas alles hinbauen. Und inwieweit wir noch so Verteidigung und sowas brauchen, keine Ahnung. Ich vermute erstmal, dass wir das nicht brauchen. Dass wir uns hier wirklich verteidigen müssen. Es gibt auch... Doch, es gibt Military Trainingscamp. Und es gibt den Shipyard, auch das Ding. Kostet 50 Taler. Ich habe gerade 52 Taler. Ja, bauen wir. Hilft alles nichts, wird gebaut. Und ich baue den Shipyard ein bisschen weiter hier an der Seite. Warum? Keine Ahnung. Ich mache es ein bisschen an der Seite. Dass wir das, das ist ja die Bau, das ist ja die Produktion. Vielleicht holen sie sich das Holz direkt von hier. Da ist ja dann auch Nachschub. Hier kann ich gerade nicht bauen. Na... Hier kann man nicht bauen, oder was? Tja. Hier mache ich allerdings erstmal nochmal eben auf Pause. Denn ich möchte nicht, dass hier jetzt gerade... Aber die Materialien werden hingeschickt. Egal ob oder ob nicht, oder? Oder vielleicht waren es noch welche, die es gerade geliefert haben und haben es noch abgelegt. Ne, ich glaube, die schicken trotz allem die Materialien dahin. Ja... War das so schlau? Es fehlen Menschen mit Obdach. Also es fehlen Häuser, es gibt Menschen ohne Obdach. Das heißt, auch das wird natürlich jetzt wieder in den Fokus gestellt. Wir brauchen hier mehr Gebäude. So, wir machen das einfach so hier. Eng hier dran. Und kriegen vielleicht sogar noch ein Gebäude hier hin. So nicht. Hier ist zu viel Gestein. Hier doch, guck mal da. Ganz knappes Ding. Ganz knappes Ding. Ab hier würde es gehen. Und wir machen das direkt so. Damit haben wir natürlich den Bereich hier hinten quasi dicht gemacht. Alles weitere müsste hier unten lang laufen. Oder hier oben lang, dass wir hier nochmal Wege machen. Das gleiche betrifft es eigentlich hier hinten, ne? Auch das hier ist alles dicht.
und wir haben eigentlich keine Möglichkeit. Und deswegen hatte ich schon gedacht, dass wir hier die farmen. Und wir sind jetzt schon im Herbst. Das heißt, nach dem nächsten Winter, im Frühjahr, werde ich hier die Area fertig machen. Alles für Farmen, beziehungsweise für Felder. Dass wir hier mehr Getreide bekommen. Ganz wichtig. Und ich glaube, wir haben immer noch, oder? Doch, wir haben Holz, wir haben Stein, wir haben alles. Okay, wir haben die ganzen Leute jetzt. So, wir haben jetzt die ganzen Leute gerade gebraucht, damit die hier abhacken. Haben wir immer noch 6 Leute jetzt, aber die meisten werden jetzt Builder. So, wieder auf Speed. Und dementsprechend werden jetzt hier, guck mal, die ganzen Brunnen sind schon fertig, sehr gut. Und jetzt werden hier auch direkt die Häuser gebaut. Ganz wichtig, damit die Leute auch Häuser bekommen, damit das ganze Dorf wieder wächst. Cool. Auch hier unten, was haben wir hier? Sind die schon fertig? Die sind schon fertig und auch das Ding ist fertig. Das heißt, wir haben hier einmal das Lager für Steine und das Lager für Holz. Und was können wir machen? Wir haben jetzt hier 30 und hier haben wir 100. Und wenn wir unter Decoration schauen. Oh, neue Sachen. Runentafeln. Oh, das ist ja cool. Das ist ja cool. Das ist ja krass. Bone-Ornamente. Ach, wie heftig. Aber wir machen hier Increased Storage Space. Und offensichtlich sind die beiden gar nicht davon beeinflusst. Nichtsdestotrotz hätte ich gerne diese Karre hier auch so rein aus dekorativen Gründen. Ja, sind nicht beeinflusst. Das ist anscheinend davon beeinflusst. Okay, dann haben wir das hier nur aus Deko-Gründen. Wir könnten das hier verändern. Ich muss sagen, diese Straße hier ist sensationell, doppelseitig, gerade Linie. Ich kann mir gut vorstellen, wenn man das Ganze sehr geradlinig alles, stopp! Sehr geradlinig alles macht, dass man das ein bisschen praktischer bauen kann. Ich brauche dringend Harvest. Ich warte noch ein bisschen bis zum Ende vom Herbst. Fast verpennt, ey. Und dann müssen wir ja hier unser Getreide ernten. Es wächst immer noch ein wenig. Ja, zack, es wächst tatsächlich noch weiter. Und wir lassen es natürlich auch noch schön ausreifen. Bis es dann irgendwann stirbt. Ready to harvest. Wir können früher harvesten, falls wieder so eine Art Hungersnot oder sowas kommt. Und wir brauchen dringend irgendetwas zu essen, bevor unser Volk dann quasi kein Essen hat. Dann können wir da natürlich eher rein. Ja, bei den Ziegen, 16 Stück werden produziert. Oh. 16 Stück werden produziert. Bei den Chicken haben wir auch wieder das Maximum erreicht. Sehr schön. Und hier fehlen Gatherer. Was ich eben noch ein bisschen testen möchte, ist, inwieweit hier die Gatherer auch immer noch produktiv sind. Es ist immer noch auf 100%. Das heißt, es scheint sich hier gar nicht zu verändern. Genauso wie mit Hunting Hood. Oh doch! Hunting reduziert sich. Hunting ist nicht mehr produktiv. Hier oben ist auch noch eins. Und auch das ist nicht mehr produktiv. Das heißt, die beiden setzen wir frei. Und auch dieses Gebäude. Rabams. Wird zerstört. Genauso wie hier. Dadurch, dass wir ja hier die ganze Area quasi abgeholzt haben, haben wir also doch die Auswirkung davon zu spüren. Rabams. So. Halt, jetzt aufhören hier Sachen zu zerstören. Und wir müssen hier Speed und Luck. Die beiden sind jetzt die Sammler. So, wir gucken weiter.
Wir achten weiter hier aufs Getreide bzw. auf die Jahreszeit. Das ist wichtig. Stopp. Was ist da hinten? Was ist hier passiert? Wir sind überladen. Oh, das ist interessant. Wir sind überladen. Fleischressourcen ohne Ende. Können wir das umgehen bzw. verbessern, wenn wir hier Increased Storage Space? Ja, Mann. A, B, C. Nö, nicht wirklich. Nicht wirklich. Increase the storage space of some build. Auch nicht wirklich. Das ist jetzt ein Dingen. Increased storage space hab ich ja schon mehrfach. Wir machen hier die ganzen Karren überall hin. Auch das hier noch. Aber offensichtlich bringt's das nicht so ganz. Die Sachen sind ja da. Doch, es bringt's. Jetzt geht's wieder. Okay, okay, okay. Jetzt muss ich aber doch nochmal eben A, B, C, D. Ob die einen Unterschied machen? Die kosten ja auch alle gleich. 220. Eine Karre mehr dahin. Bay, go. 220. Okay, irgendwie edit das irgendwie anders. Also im Moment. Doch, jetzt. 5. Es braucht ein bisschen Zeit. Also dieses wird um 5 erhöht. Okay. Das ist interessant. Oh. Dann brauchen wir aber bald. Ich brauche schon wieder neue Gebäude. Dann brauchen wir aber bald. Vielleicht einfach einen zweiten Marktplatz. Und zwar, wo mehr, einfach mehr Platz ist. Das ist ja krass. Das ist ja ein Ding, ne? Das ist ja ein Ding. So. Ich glaube, ich kriege nichts daneben. Aber wir haben hier immerhin nochmal zwei Häuser. Geht hier noch was? Ich glaube nicht, ne? Das wäre es alles. Ne, auch aufgrund der Felsen hier. No way. Das heißt, wir hätten hier noch Platz für etwas Kleines, wenn es dann irgendwann mal. Oder einen Weg hier unten rum. Gucken wir mal. So, erstmal wieder auf Go. Wir haben viele Bilder, wir haben... Oh, es wachsen einfach viele Leute. Ah, es wächst und gedeiht. Es wird richtig wild. Es geht... Oh, es geht schnell vorwärts. Es geht, wird ja immer schneller hier. Und wir haben... Nee, wir sind noch in der Produktion. Demnächst brauchen wir sehr viel Timber, sehr viele Bretter. Stein und Holz. Limit 200 lassen wir auch erstmal so. Sind die beiden denn richtig hier? Viel Kraft, 1,3. 1,3. Sie sind, als ob sie zweimal drin ist, ne? Sie ist einfach zweimal da. Wow. Okay. Sonnenaufgang im Dorf. Wir bauen neue Häuser, damit die hier ihre Sachen bekommen, eine Wohnung bekommen, das ist wichtig. Dann gucken wir nochmal eben, hier sind die Getreidespeicher, hier für Barley. Nee, das war Wheat? Oh, verdammt, sag bloß, das war verkehrt. Das ist beides Wheat. Das ist verkehrt, ich muss es abreißen. Schade. Umsonst gebaut, Leute. Leider umsonst gebaut. Das ist natürlich schade.
Storage. So, jetzt nochmal das Ganze. Ihr wart ja gerade fleißig zugange damit. Ich mach mal den Weg. Da machen wir das mal so. So. Wir sind kurz vorm Winter. Wir sind immer noch tief im Herbst. Und wir sind in einem vollreifen Stadium des Feldes. Das heißt, wir gehen ins Harvesten. Und schicken dementsprechend jetzt auch mal eben hier... wo sind sie? Hier, die Farmer hier rein. 10 Farmer ins Feld. Ab geht es. Es kann gefarmt werden. Hier kommen sie alle rein. Alle werden zugewiesen. Und sie, ja, legen los. Oh, okay, ich brauche viel mehr Felder. Ja, ich brauche viel mehr Felder für die Masse an Menschen. Die Mühle gibt Gas, Grain zu Bread. Das heißt, die backen auch direkt. Die backen auch direkt. 250 Wheat. Okay, für ein so ein Feld, ein so ein Plant machen wir jetzt nicht. Ich warte jetzt ab. 10 Farmer. Die reduzieren wir jetzt alle. Auf 0. Fertig. Wir lassen den, das Feld... Oh. Winter is coming. Wir lassen das Feld jetzt schön... ich muss Pause machen. Wir lassen das Feld jetzt schön... den Winter über quasi sich regenerieren. Jetzt geht's nochmal los. Wir brauchen mit vereinten Kräften... brauchen wir zack, zack, Holz. Und zwar für den Winter. Das heißt, wir produzieren jetzt gleich jede Menge Brennholz. Und ich kann jetzt auch diesen Waldabschnitt hier komplett wegmachen. Und auch das hier noch. Und das. So, jetzt wird ordentlich abgeholzt. Bilder reduzieren wir um die Hälfte. Und ab geht es. Abgeholzt ohne Ende. Es fehlt übrigens Stein. Deswegen geht es hier unten nicht weiter. Haben wir noch irgendwo Stein? Bevor es jetzt hier anfängt zu schneien und so Sachen, sehe ich noch Gestein. Hier. So, die Bäume fallen, jede Menge, es wachsen zwar auch schon wieder neue, aber sie fallen. Wichtig, wir haben jetzt so viele Häuser, hier hätte ich gerne ein Limit von 300 für Brennholz. Genau, hier wird gehackt, was das Zeug hält. Schön Brennholz produziert. Ich weiß nicht, ob sie da so richtig ist. Ich kann sie aber auch gerade nicht rausnehmen hier. Oder? Warehouse Worker. Wie wichtig sind die und wofür? Und was ist hier los? Oh, das war unser Doktor. Oh, unser hochintelligenter Doktor. Das heißt, wir brauchen einen neuen und haben gerade eine große Auswahl. Hier, Stufe 2. 2,1. Alter, the brain. Nochmal 2. Wir haben ein paar Intelligente dabei. Nicht schlecht. Glück, Speed, aber auch Kraft. Ja, nehmen wir egal. Sehr schön. Herbalist. Weiter geht's. Wir sind im Winter. Jetzt wird hier schön kontinuierlich Wheat produziert. Was wir jetzt im Winter machen können, und da habe ich jetzt richtig Bock drauf schon. Und wie geil das schon aussieht. Es sieht auch einfach gut aus.
Wir werden jetzt hier die Felder... Alter, wie es einfach geil aussieht. Die Felder weiter ausbauen. Food. Feld. Und zwar hätte ich gerne... Nächstes Feld. Ja, wir machen so ein bisschen, ne, organisch irgendwie so dran. Zack, zack, zack. Nächstes Feld. Das ist hier vielleicht so ein bisschen doof. Soll ich es vielleicht ändern? Kann ich es noch ändern? Zu spät, kann ich nicht. Ist auch nicht schlimm. Dann machen wir das nächste Feld. Das machen wir auch einfach hier so dran. Stopp. Ich versuche da mal ein bisschen Platz zu lassen. Vielleicht kriege ich da noch eine Straße zwischen. Das geht leider nicht. Das heißt, ich muss tatsächlich ein bisschen Platz lassen, auch zwischen den. Guck, siehst du, so geht's. So geht's sogar sehr gut. Oh, und es wäre noch richtig gut, wenn hier noch eine Straße passt. Aber offensichtlich doch könnte. Doch, passt. Hier jetzt aber nicht mehr. Aber hier hinter finde ich gut. Ja, hätte ich gerne so weiter. Denn wer weiß, wofür es noch gebraucht wird. So, dann machen wir hier nochmal zwei weitere Felder hin. Es wird viel. Es wird viel. Aber was sollen wir denn machen? Wir sind ja auch viele. Es ist doch klar, dass es viel wird. Ne? Oh! Oha! Was haben wir hier? Justice Dilemma. Ja, das ist natürlich jetzt wieder ein richtiges Dilemma. Das ist natürlich jetzt ein Dingen. Wir haben hier den Fridgeir, der wohl nicht so ganz richtig ist in der Birne. Oder zumindest viel Blödsinn labert. Und es regen sich einige auf oder andere machen ihn auch fix und foxy. Most of the villagers fed up with that he's talking. Also die meisten Leute reicht es, was er für ein Blödsinn labert und so Sachen. Ja, aber andererseits muss man auch sagen, egal wie dulle er ist, muss man ihn ja trotzdem nicht irgendwie fix und fertig machen und ihn einfach so sein, er kann ja so sein, wie er ist und man kann ihn ja auch einfach ignorieren. Und es ist eine recht große Familie. Wir werden da mal rein payen. Es ist in beiden Fällen negativ für uns, wir payen da trotz allem rein. Also, was heißt negativ? Ich hoffe, dass die Auswirkungen letzten Endes dann doch wieder sich ins Gute wenden und es dann doch nicht so wild ist. Gucken wir mal, wie es weitergeht. So, nächstes Feld, nächster Acker. Zack, zack. Und ich glaube, hier wird es langsam schon... Oh, ich muss ja Silver dafür bezahlen. Oh! Es kostet ja Geld hier die ganzen Äcker. $47 und ich bin hier schon schön am Machen und am Tun. Und wir haben nur 44 gerade. Vielleicht sollte ich mal eine Runde warten. Ja, ich warte eine Runde. Nachher brauche ich irgendwie, also $44. Ich meine, jetzt haben wir hier immerhin drei Felder. Es wächst. Hier können hier noch einfach noch zwei hin oder so. Gucken wir mal. Ich hätte hier trotz allem gerne noch so eine Anbindung an die Straße. Vielleicht mache ich auch irgendwann nochmal ein Haus weg oder verschiebe das hier alles nochmal ein bisschen. Ideal war das hier nicht. Ich glaube, es ist sinnvoll, wenn man so einen Durchgang hat hier, ne? So kreuzmäßig. Blizzard. Ach, herrje. This winter will be tough for us. A blizzard.
is approaching. Oha. Villagers will do 20% slower work for 4 days. Bad news. Indeed. Es wird schweinekalt. Es wird richtig kalt. Höchstwahrscheinlich brauchen wir auch mehr Brennholz. Aber das haben wir ja, da haben wir gerade schon für vorgesorgt. Und 4 Tage lang sind die Leute langsamer, weil es halt so kalt ist. Ich sehe gerade gar nicht irgendwie, haben wir irgendwo eine Temperaturanzeige? Ich glaube nicht. Nee. Ja, aber ich glaube, es läuft trotz allem weiter. Es wird Brot produziert. Das ist praktisch. Also wir werden dann weiter reingehen. Wir haben natürlich noch kein Barley, das kommt später erst. Ich gehe auch hier mit den Feldern erstmal komplett noch wieder in die Brotproduktion. Und da können wir vielleicht hier 2 Felder machen mit Gerste, dass wir dann da Bier brauen können. 2 Felder fürs Bier, 3 Felder dafür. Und dann haben wir hier ja auch demnächst noch... Guck mal, hier ist noch so viel Wild. Dann haben wir doch demnächst hier doch noch die Möglichkeit, hier die Dingens zu machen, die, na, guck mal. Die Minen. Die Minen zu machen. So. Da kommt ein neuer Hunter hin. Hier ist sehr viel Wild. Ein Hunter muss reichen. Wir haben in der Regel, ja, wir haben auch eigentlich genug Fleisch. Wir haben Fisk. Wir haben Bread, Chicken, Fruits. Was uns noch fehlt, sind Gemüse. Und da frage ich mich gerade tatsächlich, wo wir denn die herkriegen. Food, Felder. Keinerlei Gemüse. Vielleicht müssen wir tatsächlich handeln. Das kann sein. Stone is product from dressed stone. Stone cutter. Stone pit. Oha. Das ist groß. Das ist man groß. Und guck mal, mir wird hier sogar eine Area angezeigt. Man sieht es hier jetzt gerade, das ist der grüne Pfeil. Es wird sogar eine Area angezeigt, wo es genau drauf passt. Wow. Wow. Wie man tatsächlich größer denken muss und wie klein man anfangs denkt, also mir ging es gerade so, wenn du hier mit 2, 3 Häusern anfängst. Hammer. Ich mach mal 2 Leute rein hier mittlerweile für die Lagergeschichten. 2 schnelle, 1,5, so. Wow, wow, wow und nochmal wow. Aber im Großen und Ganzen sehr, sehr cool. Wie es denn dann doch so läuft. Guck mal hier mit dem Holzlager, sehr gut. Steinlager. Hier haben wir jetzt ein bisschen was zu bauen. Ich baue auch zwischendurch nochmal ein bisschen Holz ab. Wir haben genug Arbeiter, ja, genug Arbeiter da, die das erledigen können. Wir haben jetzt hier, brauchen wir Jäger mit Kraft und Glück. Sie hat Wahnsinn hier auch. Super Jägerin. 2 Top-Jägerin. Sensationell. Wir brauchen bestimmt auch noch ein bisschen Stone. Haben wir noch irgendwo eine Steinquelle? Zur Not hier hinten irgendwo. Das wäre aber schon sehr, sehr weit weg. Aber ich glaube, wir müssen tatsächlich jetzt mittlerweile die weitesten Steinquellen nutzen. Das ist mal nicht so gut, ey. Was ist hier? Oh nee, ey, unser Herbalist ist schon wieder gestorben. Dass die Intelligenten so schnell sterben. So, der nächste.
So. Okay. Cool. Oh. Unser Chicken Farmer ist weg. 1,9 in Glück eingesetzt. War aber alt, glaube ich, auch schon ein bisschen älter. Und wir haben hier... Ja, wir müssen hier auch weiter... Ach, gucke mal. Wir können das erst bauen, wenn wir die geschlagenen Steine... Wenn wir die haben. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich Auslieger bauen unserer Produktion. Ich mach das mal so, so ein bisschen so einen organischen Weg, der sich hier so hochbahnt. Und wir brauchen dann hier Stonecutter. Und der kommt direkt hier hin. Stonecutter. Wahnsinn! Wie komplex das Ganze noch wird, oder? Wahnsinn. Wir sind auch bald im Frühling. Da muss ich das schön im Blick behalten, dass wir die Felder wieder bestellen. Minen. So, hier haben wir jetzt verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Ich kann... Ach, guck mal hier. Ich kann hier Minen hinsetzen. Aber ich kann sie nicht random setzen. Und ich kann hier Minen setzen. Wow. Okay, das macht mich gerade so ein bisschen stutzig. Und das verändert auch meine Vorstellung vom Platzieren der Minen. Ich kann es also hier nicht einfach machen. Wo ich schon dachte, hier ist so viel, das sieht so Gold nach Gold aus und so. Oder es kommt später noch, dass ich dann andere Ressourcen erst entdecke. Im Moment hier und hier eine riesen Front. Bedeutet, ich kann das auch hier deutlich weit, also mehr reduzieren und hier oben deutlich mehr ausbauen. Das ist ja der Hammer. So. Das ist der Hammer. Brauchen wir noch Bilder? Was ist hier wieder passiert? Wir haben wieder... Zu viele Ressourcen. Decoration increased barrels. Es ist natürlich jetzt hier so ein bisschen kuddelmuddelig, aber ohne Scheiß. Ich baller das da einfach hin, ne? Weil es einfach nur darum geht, dass ich hier... Ja, jetzt ein bisschen mehr Lagerkapazität habe. Broken, kostet 2, kostet 3, kostet 3. Kostet 3. Ich muss diese Karren hier hinsetzen. Damit jetzt hier mehr Lagerkapazität ist. 260. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Also, also so vorteilhaft hier zum Beispiel so ein enges Bauen ist, dass wir hier mit mehrere Häuser, so wie hier zum Beispiel, 4 Häuser gleichzeitig damit beglücken. So nachteilig ist es dann auch, ne? Ich könnte hier so eine Steinstele direkt mitten rein machen und schon kriegen alle 4 Häuser das wieder ab. Oh Mann, ey. Aber ich glaube wirklich, wenn man das hier weniger so auf so ein bisschen hübsch anlegt, sondern einfach nur geradlinig alles schön straight macht, dann kann man da, glaube ich, sehr schön sparsam auch mit klarkommen.
So, es wird langsam wieder hell. Ich hoffe, dass der Winter vorbei ist. Und es sieht so aus, als ob wir in den Frühling kommen. Ja, wir kommen in den Frühling. Wir kommen in den Frühling. Wir gehen mal davon, von den Arbeitern ein bisschen weg. Wir brauchen mehr Builder. Wir brauchen viel mehr Holz. Viel mehr Holz. So, das wird alles noch wieder abgeholzt. Weiter geht's. Viel mehr Holz. Wir haben Bretter, wir haben Stein. Was uns jetzt natürlich noch fehlt, sind geschlagene Steine. Geformte Steine. Wenn wir die geformten Steine haben, dann kommen wir so weit, dass wir Schiffe bauen können. Und dann sind wir aber so anders, die wilden Wikinger, Alter. Da fehlen jetzt bestimmt hier noch irgendwo irgendwelche Umrandungen oder wie auch immer. Damit das da weitergeht. Die Bäume fallen. Sehr, sehr gut. Was haben wir hier? Spring is coming. Sehr gut. Got it. Kurze Pause. Wir müssen uns natürlich auch gleichzeitig jetzt um die Felder kümmern. Heißt also, auch hier gehen wir jetzt schlagartig wieder rein ins Farmen. Wir nehmen 10 Farmer jetzt. Das hat gerade sehr schnell funktioniert mit den Farmern. 6 Stück. Ich mache einfach mal eben 14. Und wir pflanzen hier an Wheat Plant. Dieses Feld. Select Wheat Plant. Und genauso wie dieses hier auch hier Wheat anpflanzen. So, ab geht es. Die 3 Farmen. Es wächst und gedeiht. Sehr schön. Zack. Und wir haben hier tatsächlich Neuankömmlinge. Die können joinen, aber sie müssen noch ein bisschen warten. Ah, jetzt habe ich schon angeklickt. Jetzt habe ich schon angeklickt. Nächstes Mal besser warten. Und die Farmen werden hier alle schön aufgebaut, aber so ein bisschen wild, bisschen asymmetrisch. Ah, doch, die kümmern sich darum, die kümmern sich darum. Die laufen so durch. Das ist ja witzig. Jetzt fangen sie hier gleich an, oder? Okay, jetzt geht's da weiter. Bisschen eigenartig vom Verhalten, aber die machen das schon. Jetzt fangen sie da an. Okay. Sie brauchen, ja, man braucht schon eine gewisse Zeit. Noch mehr Farmer rein. Mehr Farmer. Damit das hier auch lübt. Und wir machen hier im Anschluss den Ausbau irgendwo hierhin. Wir brauchen mehr Wohnraum. Mehr Wohnraum für unsere Wikingers. Oh, wichtig ist, das darf jetzt nicht aus dem Ruder laufen. Und da geht's schon wieder los. Es darf jetzt nicht aus dem Ruder laufen, dass wir zum einen jetzt zwar die, also jetzt kommt gerade dieses ganz schwierige, haben wir ausreichend Nahrungsmittel? Jetzt kommen ja gerade neue Leute dazu. Oder haben wir auf einmal zu viele Bewohner da und die Leute verhungern uns auf einmal? Also ein ganz schwieriges Spiel die ganze Zeit zwischen den Produzierenden, zwischen den Nahrungsquellen und so weiter. Und den Leuten, die hier dazukommen. Jetzt hat er hier schon wieder Theater, oder? Jetzt macht er hier schon wieder Theater. Das ist der gleiche Typ. Raus mit ihm. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Zweimal Theater. Irgendwann ist auch vorbei. Mir fällt gerade ein, wir können natürlich hervorragend hier vorne Häuser bauen, oder? Wobei hier so viel Wald ist eigentlich. Das wird noch schwierig, ey.
Sind denn die Felder mittlerweile ready? Ich glaube ja. Oh, ich glaube, sie düngen. Die düngen. Wait a minute. Oder die bewässern. Die bewässern? Tatsächlich, die gehen zum Brunnen und bewässern die Felder. Wow. Wow. Okay, das ist cool. Das ist cool. Ich krieg's aber hier nirgendwo hin. Sie bewässern aber auch nicht alles. Sie bewässern aber auch gerade noch nicht alles. Ich hätte gerne hier einen Brunnen. Das ist ja ein Ding. Es ist nicht so, dass es hier keine Wasserquellen irgendwie gibt, unterirdische Wasseradern oder sowas. Dass das so sein muss. Aber offenbar. Doch, irgendwo ist hier. Nein, geht nicht. Irgendwo geht's hier nicht. Ich kann es hier ranziehen, wie ich will. Hier würde es noch gehen. Und dann ist auf einmal wieder vorbei. Hier wäre aber sehr wichtig jetzt. Hier und von mir aus hier. Von mir aus hier noch einen zweiten Brunnen, warum auch nicht? Very dumpy. Okay. Aber hier doch nicht. Tja, das sind alles so Kleinigkeiten, so Schwierigkeiten noch im Game. Ich hoffe, also das ist halt wirklich nicht gut, dass ich hier nicht einfach, dass es hier überschneidet. Warum denn auch nicht? Warum soll ich denn hier nicht 5 Brunnen nebeneinander bauen? Why not? Ist halt blöd, ne? Ist halt wirklich blöd. Komme ich nicht dran. No way. No way. Also, keine Möglichkeit dafür. Wir müssen allerdings zusehen, und das ist jetzt tatsächlich wichtig, dass wir neue Wohnräume, neue Häuser bekommen. Denn sonst gibt es wieder Tumulte. Und ich glaube, mir bleibt nicht viel anderes übrig, als es nach hier hinten hin auszuweiten. Dass wir hierhin weiter Wohnung bekommen, Wohnraum hin. Macht ja sonst auch keinen Sinn. Kriegen wir das hier noch hin? 2 Stück hier vielleicht. Das könnte sogar passen. Zwei Wohnungen hier. Und gegenüberliegend das gleiche Spielchen. Das geht aber erst, wenn die Bäume weg sind. Aber dass diese beiden Wohnungen gemacht werden. Wir machen hier die Farmer erstmal wieder weg. Nee, ich lass mal 5.
Wir machen 15 Bilder. Und so weiter und so weiter. Ja, und dann lübt das hoffentlich bald. Also, es sieht alles wieder gut aus. Ich glaube, wir sind ein ganzes Stückchen wieder vorwärts gekommen. Das nächste Theater steht an. Das heißt, es wird demnächst auf jeden Fall wieder Stress geben hier mit den Menschen, die alle gerade keine Wohnung haben, verständlich. Und dementsprechend müssen wir jetzt wirklich zusehen, dass die Häuser bald stehen, dass die Materialien reinkommen. Wir haben hier oben unsere Mine, wir haben unsere Stonecutter. Die Mine wird gebaut, die Stonecutter sind sogar schon fertig. Sie brauchen viel Kraft. Und open, das heißt, das Steine schneiden kann losgehen. Und hier haben wir dann demnächst unsere Mine. Sehr, 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 sehr cool. Ich freue mich drauf. Ich glaube, das wird noch ganz, ganz wild und ganz, ganz komplex und immer komplexer. Wir haben auch noch viel zu tun. Wir haben mittlerweile 7 Punkte hier im Tree of Life, im Lebensbaum und können hier richtig viel weiter ausbauen. Ja, wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream auf Twitch. Bis dahin.